Hey Leute! Nachdem es ein kleines Weilchen still an der News von Miraculous war, gibt's nun endlich wieder einige spannende Dinge zu berichten. Und zwar haben wir nun einen offiziellen Umriss der vierten Staffel erhalten. Und ich sag's euch, die vierte Staffel hört sich definitiv vielversprechend an. Der Text wurde uns während einer Konferenz auf Französisch mitgeteilt und Miraculous World Network hat uns eine Übersetzung zur Verfügung gestellt. Im Folgenden lese ich es euch einmal vor und dann gehen wir am besten nochmal auf die einzelnen Punkte davon ein. Marinette ist nicht nur eine Superheldin, die Paris vor den Angriffen ihrer Feinde beschützt, sie ist nun außerdem die Hüterin der Miraculous Box. Das bedeutet, dass sie nicht nur weiterhin darauf achten muss, ihre geheime Identität als Ladybug zu bewahren, sondern auch die kleinen, magischen Wesen, die man Quamis nennt, beschützen muss. Somit lastet viel Druck auf Marinette, ganz zu schweigen von ihrem Schul- und ihrem Liebesleben. Jetzt hat sie weniger Zeit und Möglichkeiten, Adrien ihre Gefühle zu gestehen. Sie muss ihre Bemühungen verdoppeln, um ihr Geheimnis zu bewahren und die Kräfte von Ladybug müssen um einiges stärker werden, wenn sie dem neuen Widersacher schlagen will, Shadowmoth, der dazu in der Lage ist, den Schmetterlings- und Faun Miraculous miteinander zu vereinen. Glücklicherweise kann Ladybug sich stets auf Cat Noir und ihre neuen verbündeten Superhelden verlassen. Na, hab ich's nicht gesagt? Staffel 4 verspricht spannend zu werden, aber schauen wir uns mal ein paar der Punkte etwas genauer an. Es wird nochmal erwähnt, dass Ladybug jetzt die Hüterin ist und damit nochmal einen ganzen Batzen an Verantwortung bekommen hat. In der letzten Zeit habe ich das auch immer mal wieder von euch gelesen und ich stelle mir ehrlich gesagt die gleiche Frage. Müsste das nicht eigentlich bedeuten, dass Marinette früher oder später herausfindet, wer hinter dem Katzenmiraculous steckt? Sollte sie als Hüterin nicht über jeden Träger der Miraculous aus ihrer Box Bescheid wissen? Na, man wird sehen. Ein weiteres Detail für ihre Aufgabe als Hüterin, was ist mit der Heilkunst, über die Meister Fu verfügt? Er selbst wurde ausgebildet, zumindest ein bisschen, bis er aus dem Tempel fliehen musste. Marinette aber hat keine Ahnung, wie man einen Quami heilen kann. Was also würde sie tun, sollte es einem der Quamis nicht gut gehen? Ich hoffe, dass sie das in der vierten Staffel nochmal ansprechen und Marinette eventuell selbst den Tempel aufsucht, um ihr Wissen zu erweitern. Das wäre doch mal eine spannende Folge und wir sehen dann vielleicht auch noch weitere Quamis. Die wir bereits kennen, sind zwar klasse, aber ich würde es mega cool finden, wenn wir noch auf weitere treffen würden. Der nächste Punkt ist auch nicht ganz uninteressant, besonders für die Shipper von euch. Denn hier steht, dass Marinette weniger Zeit hat, Adrien ihre Gefühle zu gestehen. Nun hatten wir aber am Ende der letzten Staffel gesehen, wie Marinette scheinbar Luca etwas näher kam und er ihr. Heißt das, dass sie in der vierten Staffel wieder zurück zu Adrien möchte und es mit Luca vielleicht doch nicht so klappt? Und was ist mit Kagami? Denn sie und Adrien kamen sich schließlich auch näher. Na, man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Schließlich kommen wir zu Shadowmoth. Gabriel, wenn es sich denn dabei um ihn handelt, aber ich denke, man kann davon ausgehen, ist in Staffel 4 offenbar dazu in der Lage, sein Schmetterlings-Miraculous mit dem Faun-Miraculous von Nathalie zu verbinden. Die Verbindung zweier Miraculous ist natürlich nichts Neues mehr. Das sahen wir bereits in der dritten Staffel. Was nun aber diese Verbindung so spannend macht, ist der Umstand, dass das Faun-Miraculous beschädigt ist. Nathalie bekommt von der Nutzung immer wieder Schwächeanfälle und wenn man die Kräfte dieses Miraculous etwas zu viel nutzt, könnte das eventuell auch schlimmer enden. Es nun zusammen mit dem Schmetterlings-Miraculous zu verbinden, könnte auf längere Sicht hin verheerende Ausmaße annehmen. Zum einen wissen wir nicht, inwieweit dies die Kräfte von Shadowmoth beeinflussen könnte, vor allem aber ist das ein gewaltiges Risiko für die Gesundheit von Gabriel. Mit Sicherheit ist er nicht gerade der Vater des Jahres, aber man stelle sich vor, Adrien verliert auch noch ihn. Außerdem werden dadurch womöglich auch Noro und Duso verletzt. So oder so ist es etwas, das Gabriel nicht tun sollte. Doch scheint er sich darüber keinerlei Gedanken zu machen. Abschließend ist noch die Rede von weiteren verbündeten Helden, was zum einen natürlich auf diejenigen zutreffen könnte, die wir bereits kennen, mit Sicherheit aber auch noch auf neue Miraculous-Träger, die in der vierten Staffel eingeführt werden. In Staffel 3 haben wir bereits gelernt, dass die Quamis ihren Trägern neue Kräfte verleihen können, wenn man ihnen bestimmte Tränke verabreicht und sie in etwas Essbares einfügt.
verfügt. In Tikis Fall Macarons und bei Black natürlich in seinen geliebten Camembert. Jetzt wurde uns gezeigt, wie Ladybugs und Cat Noirs Outfits für ihre Weltraumkräfte aussehen werden. Und ich finde, das kann sich definitiv sehen lassen. Was ich aber besonders interessant finde, ist der Umstand, dass Marinettes Haare mit dieser speziellen Verwandlung eine neue Farbe annehmen. Etwas, das man meiner Meinung nach gerne öfters machen könnte. Vor allem aber Cat Noirs Outfit finde ich richtig schick. Im Gegensatz zu dem von Marinette sieht man der Kleidung ziemlich gut an, dass es entweder etwas mit Technik oder eben Astronautending zu tun haben könnte. Allgemein finde ich aber beide ziemlich gut gelungen. Wann genau die Weltallfolge mit diesen neuen Kräften kommen wird, wurde uns zwar noch nicht mitgeteilt, aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass sie in der vierten Staffel kommen wird. Das war's erstmal mit den News zur vierten Staffel. Es sind aber noch einige weitere News auf dem Weg zu euch, also bleibt dran. Was sagt ihr zu den einzelnen Punkten und was findet ihr davon am spannendsten? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare und wie immer, bis zum nächsten Mal.